Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier wieder die Top-Partien abschließen und zeige euch, was ich verkauft habe. Ihr seht ein bisschen, was hat sich verkauft. Hauen wir auch ein bisschen mehr wie 2 Millionen oben drauf. Ihr seht meine Abstoßinforms, die ich damals für 10, 11k gekauft habe. Die verkaufe ich jetzt. Alle sind sehr, sehr teuer. Haut die jetzt weg, wenn ihr damals mit investiert habt. Ich habe auch noch eine Ladung im Verein, werde ich alle verkaufen, weil ihr kriegt selbst für den schlechtesten, den man damals für 9,5 gekriegt hat. 14.000, 15.000 ist auf jeden Fall lohnenswert, die jetzt wegzuhauen. Hier haben wir noch einen Sommer überteuert verkauft. Den hier aus der zweiten englischen Liga gehen auch die Spieler gut. Könnt ihr auf jeden Fall auch weghauen. Ihn hier ins 4 kostet sonst 600, kann man weghauen. Hier noch 13k, 14 und nochmal 14. Das ist auf jeden Fall okay. Wir haben hier noch ein bisschen was drauf. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal die Liste, was ich noch alles drauf habe. Viele fragen immer, was ich auf meiner Liste habe. Liegt jetzt einfach relativ viel noch rum. Man kann hier schauen, habe ich den ja für 9,7 damals gekauft. Also die habe ich sehr, sehr günstig damals geholt. Alle für maximal 10k. Also da wird man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ihr habt es gesehen. Wie gesagt, alle 10k. Kann gerne noch ein paar zeigen. Wie gesagt, die 84er sind ja ein bisschen teurer gewesen. Aber die hier, alle 10k, könnt ihr nie was verkehrt machen, wenn ihr die Coins aktuell nicht braucht. Könnt ihr immer rein investieren. Jetzt gibt es halt aktuell keine für 10k, die man sich kaufen kann. Vielleicht beim neuen Team der Woche werden wir sehen. Und der hier haben wir natürlich für 6,2 immer geholt, haben wir auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Hier biete ich noch ein Palacio-Spieler an, die ich auch alle für Abstoß geholt habe. Also wer die geholt hat, wird da auf jeden Fall kein Minus machen, weil die haben sich so verdoppelt, der Preis ungefähr von den Lazio-Spielern und von den anderen Spielern auch. Da gehen wir mal drauf ein, was ist da gekommen, Top-Partien. Es gibt dieses Mal keinen so wie diesen Fellaini. Die Top-Partien sind insgesamt auch nicht gar nicht so teuer. 30.000 ungefähr, geht auf jeden Fall klar. Hier Dynamo gegen Zenit St. Petersburg, auf jeden Fall okayes Duell. Florenz gegen Lazio, auch sehr, sehr gutes Duell. Sporting gegen Porto, das hatten wir auf jeden Fall. Menu gegen Tottenham, auch ein gutes Duell, also ist okay, meiner Meinung nach. Kann man auf jeden Fall alle vier Spiele als Top-Partien werten. Gehen wir ins erste rein. Was habe ich hier gemacht? Hier russische Liga. Man braucht insgesamt zwei von Zenit oder Dynamo. Habe ich einfach zwei von Zenit genommen. Ich denke jetzt nicht, dass die so teuer sind. Ihr könnt dann natürlich auch Bronze-Spieler nehmen, die werden jetzt nicht so teuer sein. Hatte ich jetzt nur zwei im Verein. Von Dynamo hatte ich keinen, deswegen habe ich nur zwei von Zenit genommen. Vorne habe ich dann einfach irische Liga, habe ich hier genommen. Einfach nur ein paar Erstbesitzer, die ich von Bronzenen hatte. Ist egal, ihr könnt hier irgendeine Liga nehmen, die müssen halt alle zueinander linken, hier vorne. Und hier habe ich dann noch einen aus der zweiten italienischen Liga genommen, Freunde. Also da könnt ihr auch irgendeinen nehmen, das ist völlig egal. Hauptsache einen, den ihr als Erstbesitzer im Verein habt. Ja, dann passt das auf jeden Fall. Ich habe hier 5,8 Chemie, habe ein paar Erstbesitzer. Schaut einfach, dass ihr ein paar aus eurem Verein abgibt. Wenn nicht, ihr könntet hier noch einen russischen Spieler hinstellen, dann hätte er auch volle Chemie, dann würde es auch klar gehen. Dann würde ich sagen, senden wir das Ding hier ab, kriegen hier nur 5k Set, kostet glaube ich aber auch nur 3.500 dieses Set zu machen, also würde man im Endeffekt 1.500 sparen, Freunde. Ist auf jeden Fall in Ordnung. So, nächste Challenge, Florenz gegen Lazio. Auch hier braucht man wieder drei Ligen, also das haben sie bei sehr, sehr vielen hier verlangt, dass man einfach drei Ligen braucht. Relativ easy das zu lösen, einfach ein Stürmer, egal welcher vorne rein. Dann habe ich zwei aus der spanischen ersten Liga genommen und der Rest einfach Serie A, hat auf jeden Fall gepasst. Kann vielleicht sein, dass ihr hier vielleicht einen grünen Link machen müsst und hier einen grünen Link, wenn ihr nicht die Spieler als Erstbesitzer habt. Aber der Rest relativ einfach. Die Spieler auch gar nicht so teuer. 1.500, 2.000 maximal. Holt einfach die billigsten, dass ihr halt aufs Rating kommt. Wir gehen hier auch nochmal durch, welchen Spieler ich hier genommen habe. Die meisten, wie gesagt, sehr, sehr günstig. Also da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. So, Freunde. Senden wir das Ding mal ab. Und hier bekommen wir ein Jumbo Premium Gold Set. Ist auf jeden Fall okay, war jetzt auch nicht so teuer. Ich werde die ganzen Spieler noch verkaufen. Habe jetzt erstmal nur die Lazio und Florenz Spieler auf die Liste gepackt. Mehr habe ich noch nicht drauf gepackt. Hier brauchen wir von Sporting und Porto einen. Relativ leicht. Habe ich einfach alles aus der portugiesischen Liga genommen. Also das ist relativ easy. Einen, wie gesagt, von Sporting, einen von Porto. Meist hatte ich eben für einen oder vielleicht mal für 200, 300 oder 400 für Abstoß einfach gekauft. Relativ einfach, man braucht ein 470er Gesamtrating. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viele Silberspieler drin. Schafft jeder wirklich, also sehr, sehr leicht das zu schaffen. Senden wir auch das Ding ab. Und dann kommen wir zu Menu gegen Tottenham. Ja, war jetzt nicht ganz so einfach, weil man halt ein hohes Rating braucht. Ich gebe auch meinen roten Ashley Young ab. Brauche ich einfach nicht. Deswegen kann ich den gerne abgeben. Vielleicht, ja, irgendjemand anders wird den spielen. Ich brauche den nicht. Ja. Wird eh nie eine besondere Rolle spielen. 81er ist jetzt eh nicht so gut bewertet.
Ich habe eh noch genug rote Karten im Verein rumliegen, kann man gerne abgeben. Hier auch wieder sehr, sehr viele Untauschbare und auch Erstbesitzer. Ja, ist relativ einfach. Ihr seht jetzt hier einfach die drei aus der Premier League und der Rest einfach aus der spanischen Liga. Ist relativ leicht. Ja, kann man vielleicht noch was sparen, kann man natürlich schauen immer. Kann man was sparen? Ja, könnte man sparen, aber die Chemie spielt dann nicht so mit. Man könnte ihn hier aber hier hinsetzen, dann geht das. Ja, dann könnte man den 81er, wie gesagt, sparen. Ist auf jeden Fall okay. Und dann hauen wir das Ding ab. Ich habe sogar einen Bronzen drin, also sehr, sehr günstig auf jeden Fall. Die Woche, letzte Woche hat es ja ungefähr dreimal so viel gekostet. Ich musste diesmal aber auch wieder keinen einzigen Spieler kaufen, weil ich wieder investiert habe. Da würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr ein paar Coins übrig habt, ihr müsst ja nicht mal so viel übrig haben, dann könnt ihr auf jeden Fall da rein investieren. Lohnt sich immer. Die Prediction wird auch wieder die Tage kommen. Würde ich euch empfehlen, investiert gerne da rein. Könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen, Freunde. Und jetzt gehen wir mal zu den 5 Paketen und schauen, ob wir was Nices bekommen oder ob wir nichts Gutes bekommen. Aber wie gesagt, mich hat es im Endeffekt nichts gekostet, weil ich alles im Verein habe und ja, rein investiert habe. Deswegen schauen wir einfach mal. Klar hat es ein bisschen was gekostet, aber ja, wir schauen einfach mal, was wir bekommen. Okay. Falls ihr was seht, was wert ist, Freunde, könnt ihr es mir gerne reinschreiben. Manchmal schreiben mir Leute rein, der Spieler ist so 4-5k wert. Ich weiß auch nicht jeder Spieler, wie viel er wert ist. Könnt ihr gerne reinschreiben, wenn ihr wisst, zum Beispiel, ah, ich habe jetzt einen Silbernen gezogen, der 4k wert ist, könnt ihr es gerne reinschreiben. Dann verkaufe ich die natürlich, wenn die viel wert sind. Aber jetzt nicht die Zeit oder will ich euch auch nicht im Video jetzt zeigen, was jeder Spieler genau wert ist. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Packe ich in den Verein und fertig. Hier haben wir einen David Villa, 82er mit 82er. Kann man drauf aufbauen, nicht ganz so schlecht, aber auch nicht so gut. Ja, nehmen wir mit das Paket. Aber ein Schlitz muss auf jeden Fall am Start sein. So, das hauen wir weg. David Villa nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Sollte so 1500 noch wert sein, den Rest in den Verein. So, drei Sets haben wir noch. Also, EA, bitte was Gescheites wäre korrekt. So, hier leider nicht. Aber wie gesagt, man kann es nicht ändern, Freunde. Gibt doch wenigstens einen von Zenit. Aber haben wir leider nicht. Werden wir natürlich noch alle gleich verkaufen. Aber hier haben wir noch einen Florenz-Spieler. Interessant. Schauen wir einfach mal mit nach. Ist jetzt nicht so viel wert. Wie viel hat der erste gekostet? Ja, war kein Sofortkauf. 3,5. Ja, wie gesagt, die bringen ein bisschen was. Jetzt nicht so viel. 2K ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Machen wir mal 2,2 zum Bieten. Es ist nicht so gut, aber ist besser wie nichts. Nehmen wir gerne mit. Den packen wir in den Verein, den Rest. Der könnte sogar was wert sein, vielleicht Position. Ja, versuchen wir für 900, 850 oder so. 2,9 wäre es. Einfach auf die Transferliste. Und dann gehen wir mal zu den letzten zwei Sets. Also, wie gesagt, wäre nice, wenn wir noch Leinwand sehen würden. Wenn nicht, wir können es nicht ändern, Freunde. Schauen wir mal. Das ist eigentlich ein gutes Set, aber. Hier bekommen wir leider keinen Leinwand. ZOM IU 80er, okay, könnte vielleicht was wert sein. Gibt halt Tottenham gegen ManU. Jetzt könnte jeder Premier League Spieler ein bisschen was wert sein. Da ist sogar wirklich was wert. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass er so viel wert ist. Also 3K fast. Ja, 3K fast für ihn ist auf jeden Fall gut. Er hat ein hohes Rating für die Premier League. Und dieser Bufal oder wie man ausspricht, könnte auf jeden Fall auch was. Ist leider nichts wert. Aber hauen wir alles drauf. Rest in den Verein erstmal. Elia würde sagen, nehmen wir nicht mit. 2,9 wäre es, nehmen wir mit. Die anderen 2 sind jetzt nicht so viel wert. Die stoßen wir ab. Besser gesagt, die sind gar nichts wert. Die kann man natürlich abstoßen. Wenn man natürlich relativ viel Platz frei hat, kann man die auch für 900 anbieten. Das letzte Paket. Wäre nice, wenn wir was Gutes bekommen würden. Kommen jetzt mal ein Schlitz. Ja, korrekt. In Inform, jetzt bitte ein Gescheiter. Argentinien, RM und ja, ist okay, jetzt bringt Minimum 10k, also damit kann man auf jeden Fall leben. Gutes Paket. Beste Set, wo wir hier bekommen haben, also bin ich zufrieden. Okay, ein paar Silberspieler sind bestimmt auch ein paar was, ein bisschen was wert. Aber ist okay, das Set, also bin ich zufrieden. Können wir bestimmt für 12k verkaufen. 13, biete ich für 13 an. Wie gesagt, jeder Inform geht aktuell für 13k ungefähr weg. Wenn ihr die ein paar Mal anbietet, werdet ihr auf jeden Fall los. Ich würde sagen, wir machen noch die Liste komplett voll. Würde ich euch auch immer empfehlen, Freunde. Liste immer auf 100. Verkauft ihr natürlich mehr von 100 wie von 10. Ich denke, das sollte klar sein. Wie gesagt, wenn ihr das jetzt habt, das nochmal gehört. Fangen einfach mal mit Portugal an. Schauen,
zeige ich euch auch, wie ich die ungefähr so reinstelle. Stelle die eben ein bisschen zu teuer rein. Werden auch öfter gekauft. Also ihr seht hier, allein Porto habe ich ein paar Spieler. Den haben wir für 400 gekauft. Stelle so für 1000 rein. Ist okay. Also nehmen wir mit. Ein bisschen mehr. Wenn nicht, werde ich noch ein bisschen runtergehen. Könnte sogar sein, dass die noch ein bisschen steigen. Obwohl man da halt nur einen braucht. Ist auch gut was wert. 1500 ungefähr. Nochmal 1,6. Gute Position sogar. RM. Sehr, sehr rar da auf dieser Position. Ja, der ist jetzt nicht so gut, der Kollege. Tausender. So macht ihr das dann. Einfach immer ein bisschen teurer rein. Cassius können wir natürlich nicht anbieten. Tausender. Wie gesagt, wenn ich einen Tausender für jeden krieg, ist okay. Bei den normalen ist es okay. Bei den glänzenden ist es halt jetzt nicht so ein geiler Profit. Da werde ich auf jeden Fall 1,4 Minimum versuchen bei jedem. Weil, ja, das ist mir sonst zu wenig. Ja, 1,4 Visa werde ich da bei jedem versuchen. Weil wenigstens verdoppeln bei den Non-Vers haben wir dann sogar verdreifacht. Das wäre dann gut, aber ja, 1,4 sollte man schon ein paar verkaufen dafür. Vielleicht nicht alle, aber ein paar wird man dafür auf jeden Fall wegbekommen, Freunde. Also werde ich auf jeden Fall versuchen. So, Sporting noch und dann wird die Liste schon voll sein. Also, ihr seht, wie viel ich davon im Verein habe. Klar, auch viele einfach aus Weekend League Rewards gezogen oder SBCs, die ich gemacht habe. Habe ja sehr viele Ikonen schon gemacht und dadurch spare ich halt alles im Verein und dadurch habe ich halt schon sehr, sehr viele Spieler. Muss gar nicht so viel einkaufen, immer bei den Top-Partien. Ja, ihr bringt auch 1,8. Hätte ich vielleicht sogar behalten können wegen 82er Rating. Könnte irgendwann mal wieder interessant sein. Hier haben wir sogar gar nicht so viele Spiele von Sporting. Ich wurde irgendwann schon mal weggehauen, wo die zu teuer waren. Und die sind sogar ein bisschen mehr wert, 1,8 ungefähr. Also die könnt ihr auf jeden Fall dann auch noch verkaufen, wenn ihr die für 600 eingekauft habt. Ja, die bringen auf jeden Fall ein bisschen was. Klar, bei Sporting gibt es wahrscheinlich nicht so viele Spieler wie bei Porto. Ist auf jeden Fall klar. So, gehen wir mal noch kurz was schauen, was ich noch von den anderen Ligen habe. Also, ja, Italienische habe ich angeboten und Premier League. Sollte ich nichts mehr im Verein haben. Aber wir können ja trotzdem mal schauen. Menu. Ich weiß nicht. Bronzene. Die werden nichts wert sein. Nee, die wird man nicht. Obwohl. Ja, die wird man nicht losbekommen. Tottenham habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. Nur einen Sonnenroten, den ich natürlich nicht abgebe, Freunde. Ist natürlich klar. So, Portugal hatten wir. Italienische Liga war. Russische Liga. Könnten wir nochmal schauen. Aber ich glaube, da habe ich auch keine mehr im Verein. Dynamo Moskau hatte ich gar keinen und Zenit, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier noch welche hatte. Ja, okay, hier hatte ich doch noch ein paar. Also, ihr seht, die habe ich so für 400 gekauft, sollten auch so 1000 noch bringen. Also, wie gesagt, ihr müsst das immer sofort verkaufen, am besten 19, 20 Uhr. Manche natürlich steigen, das weiß man vorher nie, wenn die bei manchen mehr wollen. Also, wenn die bei zum Beispiel jetzt hier 3 oder 4 Zenit-Spieler verlangen würden. Insgesamt, also, oder 3 Zenit oder Dynamo, dann würden die eher steigen. Aber 2, sehr schwierig, die dann noch steigen, dann lieber sofort wegkaufen. Aber wenn 3 sind oder 2 von jeder Mannschaft, ich weiß noch einmal, Juve hat gegen Torino gespielt oder so. Da sind die Juve-Spieler auf 10k hochgestiegen, nach einem anderthalben Tag ungefähr. Dann lohnt sich das natürlich zu behalten. Ja, ihr seht, meine Transferliste ist voll, Freunde. Wir haben auch schon ein bisschen was verkauft, darauf gehen wir nochmal schnell ein. Wie gesagt, ich möchte das Video gar nicht zu lange machen. Zwei Sachen haben wir auch direkt verkauft. Die hier für 1000 und die hier für 1600. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Die machen wir weg. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.